Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines Lieblingspodcasts. Hier ist der Golf in Leicht Podcast mit den allen Themen rund um dein Golfspiel. Und alle, die auf YouTube dabei sind, sehen es schon. Wir haben einen Interview-Gast. Alle, die uns nur in Anführungsstrichen hören, die werden es gleich hören. Und zwar, wir haben den Gabor zu Gast aus dem Coaching, der mal ein paar Eindrücke aus dem Coaching herausschildert, wie es ihm bisher ergangen ist. Ergangen hört immer so, sich mal so negativ an, ja, aber es ist ganz positiv ergangen bis jetzt. Und da freue ich mich sehr drauf, lieber Gabor, herzlich willkommen. Vielen Dank für deine Zeit, die du dir nimmst für diesen Podcast hier. Ich freue mich da sehr drauf. Und vielleicht kannst du mal für die, die noch nicht wissen, wer du bist, ganz kurz ein paar Sätze sagen. In Heidelberg hat man immer gesagt, wer bist du, wem gehörst du? Ja, das ist ja gar nicht so weit weg von dir. Also, wer bist du, was machst du, wo spielst du Golf? Und dann starten wir locker rein. Hallo, also ich bin der Gabo Zehl, bin 54 Jahre alt und komme aus dem schönen Schwabenland, wie du es schon so gut anmoderiert hast. Ja, es ist so, dass ich jetzt am 29.07. in der Tat jährt das, oder habe ich das Zweijährige, dass ich, vor 2 Jahren hatte ich damals zum ersten Mal einen Golfschläger in der Hand, ja. Okay, 2 Jahre, witzig. Also ein 2, ja, jetzt noch 9 Tage noch werden wir diesen, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, ja. Also ist noch nicht voll. Aber dann ist ja ein perfekter Aufhänger, ja. Also wie lange, du spielst ja knapp 2 Jahren. So, erklär mal, wie hat sich so dein Spiel in den letzten Jahren oder in den letzten 2 Jahren dann entwickelt? Klassischer Einsteiger bist du ja. Wahrscheinlich irgendwie mit einem Schnupperkurs angefangen, tippe ich mal, ne? Und dann nach und nach reingekommen. Eigentlich habe ich das Golfspielen angefangen, weil ich mir es kurze Zeit davor vorgenommen hatte, also 20 Jahre, und nie dazu gekommen bin natürlich. Und ich habe dann 2021 die Corona-Pause in der Tat genutzt, um mal auf den Golfplatz zu gehen und mich da ein bisschen zu orientieren. Und ja, dann kam ein freundlicher Herr auf mich zu und hat gesagt, ja, willst du es mal ausprobieren? Sag ich, ja, gern. Dann haben wir einen Termin ausgemacht und dann habe ich angefangen, mal Golf zu spielen. Lustig für mich, der Laie denkt immer, da stellst du dich hin und schön seitlich am Ball und dann haust du mal und dieser Ball fliegt. Jeder, der schon mal einen Golfschläger in der Hand hatte, weiß, dass das natürlich nicht so ist. Aber in der Tat, nach der ersten Schnupperstunde wurde mir erklärt, wie hebst du deinen Schläger und was kann man alles mit Golf machen, bin ich total angefixt worden. Ich konnte mir davor nicht vorstellen, dass Golf die zweitschwierigste Sportart ist. Hinter Saarbruchsprung hat man mir damals gesagt, denke ich, was redet denn der für ein Mann? Heute weiß ich, dass da durchaus was dran ist. Aber letztendlich war es so, ich habe dann mich dazu entschlossen, die Platzreife zu machen und war da auch eifrig. Also ich bin einer der Menschen, die sagen, wenn ich was mache, und Golf ist ein wunderschöner Sport, dass ich sage, ich bin fleißig und stelle mich einfach mal hin und schlag Bälle und schlag Bälle und schlag Bälle. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte dann nach 6 Wochen die Platzreife gemacht und habe dann angefangen zu trainieren. Und zwar Training hat so ausgesehen, was machen wir denn heute? Und dann, jetzt schlägst du mal halt ein paar Bälle und ich schaue, wie die Körperhaltung korrigiert wird. Ist ja auch richtig, weil als Anfänger muss man eigentlich noch die Koordination üben. Aber letztendlich ist mir das relativ bald bewusst geworden, dass ich gezielt was machen muss, um einfach Schritt für Schritt nach vorne zu kommen. Und, ja, mein Golfspiel hat sich insofern entwickelt, dass dieser Fleiß, was ich am Anfang an den Tag gelegt habe, sich im ersten Jahr relativ gut bemerkbar gemacht hat. Also ich habe ja mit Handicap 54 angefangen. Und nach ziemlich genau 12 Monaten hatte ich dann bei einem Turnier wirklich so einen Sahnetag als Anfänger und habe mich dann von damals 47 auf einen Schlag auf 34 runtergespielt. Okay, also irgendwie ein paar 40 Punkte, ein paar 50 Punkte, irgendwie sowas wahrscheinlich gespielt und dann. Genau, und das war gut. Aber, und jetzt kam das Aber, alles, was Sie gesagt haben, genießt diesen Moment, weil es wird nie wieder so sein. Und ich genieße diesen Moment, ich konnte damit nicht viel anfangen und ich habe es gemerkt, ab diesem Zeitpunkt
ist mein Kopf, hat mein Kopf immer gerattert und hat gesagt, also du musst jetzt auch wieder große Sprünge machen. Und ich habe dann eher Rückschritte gemacht, vor allem weil ich nicht wusste, wie es eigentlich weitergeht. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, das möchte ich vorab nehmen. Ich trainiere ja mit euch jetzt seit Anfang Dezember, wenn du so siehst, einfach schönes Wintertraining mit kaltem Wind und Schnee und allem drum und dran. Und mein Golfspiel hat sich eigentlich entwickelt, dieses Bewusstsein hat sich entwickelt jetzt in diesen letzten 6 Monaten oder starken 6 Monaten, wo wir zusammenarbeiten. Das heißt, du hast gar nicht, du wusstest sozusagen, oder das Problem deinem Spiel war, du wusstest jetzt gar nicht, was soll ich jetzt weiter tun? Handicap 34, was sind so die nächsten Schritte? Wie sieht's aus? Hohe Erwartungen höre ich raus bei dir, nach dem Motto, jetzt, es muss immer so weitergehen, ja? Klar, die Schritte sind noch groß, aber sie werden natürlich, merkst du ja auch, kommen wir gleich drauf, immer kleiner. Das heißt, das war so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich muss irgendwas anders machen, als ich bis jetzt gemacht habe, weil, wie du sagst, du bist ja immer noch fleißig, du immer schon jemand warst, der das dann intensiv für sich betrieben hat. Ja, aber das Wichtigste war für mich, ich wusste nicht, wo ich wirklich stehe. Ich wusste nicht, ist das jetzt normal, dass man mal auch an einem Sahnetag so einen großen Sprung machen kann? Machen das alle? Oder war das bei mir jetzt nur eine Ausnahme? Hatte ich sehr viel Glück? Ich wusste nicht wirklich, wo ich tatsächlich stehe. Und deswegen war für mich die Reise immer, okay, wie geht denn das? Das ist ja schön beschrieben, Fabian. Ich bin ein bisschen im Niemandsland gewesen. Und was machst du dann? Dann gehst du mal ins Internet, schaust du dir YouTube-Videos an. Das erste YouTube-Video findest du dann genial. Und dann schaust du dir von jemand anderem ein YouTube-Video an und denkst, hey, ich habe doch gerade dieselbe Schlagfolge angeschaut und der erklärt dir es wieder anders und der hebt den Schläger auch wieder anders. Und letztendlich hat es da dazu geführt, und deswegen habe ich ja dann auch Unterstützung gesucht, dass ich gar nicht mehr gewusst habe, was richtig ist oder was nicht richtig ist. Du Nee, schaust das stimmt. gefühlt, wenn du Zeit hast, wirklich 20 YouTube-Videos an und jeder sagt dir immer ein Zicken was anderes und denkst dir, okay. Aber keiner, logisch, weil du schaust dir einen Film an, geht dabei persönlich auf dich ein. Und ich bin dann auf die Range gegangen und der Satz von meinem Trainer, und ich habe ja heute noch ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, was machen wir denn heute? Und dieses, was machen wir denn heute, konnte ich wirklich nach dem 5. Mal nicht mehr hören, weil ich zu ihm sagen wollte, das musst doch du wissen, was wir heute machen, nicht ich, ich bin der Anfänger. Und Ja, deswegen du bist ja habe Trainer ich am Ende, letztendlich klar. Unterstützung gesucht. Ja. Und dann bist du, genau, dann hast du gesagt, okay, das machen wir mal. Bist du da, ich sag mal, bist du erstmal skeptisch gewesen, weil es online war? Oder weil jetzt bist du ja vor sozusagen das normale Training gewöhnt? Wie ist das so gewesen? Also ist das so eine Hürde gewesen für dich? Auf der einen Seite war ich mega skeptisch, aber da muss ich dich auch mal ausnahmsweise loben, Fabian. Du hast mir eine gute Brücke gebaut, weil ich habe mir erstmal das Buch Golf in Live bestellt. Und das habe ich mal gelesen und dort waren so ein paar Ideenaufhänger drin, so nach dem Motto, erwartungslos golfen, was ich heute ja versuche, jeden Tag zu leben. Übrigens, man kann nicht nur erwartungslos golfen, sondern das kann man in verschiedene andere Lebensbereiche auch Erwartungslos leben, ja. übernehmen. Und dann habe ich mir das Buch mal durchgelesen. Und ich musste dann immer grinsen, weil meine Frau sagt, wenn du mal anfängst, in ein Buch was reinzuschreiben, dann wird es mal interessanter. Und ich konnte mir das aber nicht vorstellen, wie das online abgeht. Die Ideen waren mal sehr gut. Und dann habe ich so das eine oder andere angefangen, aus dem Buch umzusetzen. Zum Beispiel ein Dreiviertelschlag zu schlagen. Und da habe ich gedacht, wow, das fühlt sich jetzt doch mal ein bisschen leichter an. Und ja, so bin ich dann, peu à peu habe ich mich an euch herangewagt und habe gesagt, nee, ich möchte mal sehen, wer ist hinter diesem Buch, wer steckt hinter diesem Konzept. Und jetzt kommt der Schwabe aus mir raus. Das erste Gespräch kostet ja nichts, also melde ich mich mal dafür Dann mach an. ich's mal. Genau. Und dann bist du reingestartet, hast gesagt, okay, irgendwie das, was ich im Buch gelesen habe, kann ich umsetzen, dann bist du reingestartet. Was war dann so dein Ziel? Also was hast du dir vom Coaching erhofft? Was waren so die Punkte, wo du sagst, die sind mir jetzt extrem wichtig? Also mein erstes Ziel war überhaupt verstanden zu werden, zu wissen, wo sehe ich denn, wo kann mir ein Profi sagen, du Gabor, das ist jetzt
da brauchst du noch mehr Geduld oder das ist ganz normal, was du hast. Und meine Lernphase ist eigentlich am besten, wenn ich jemanden habe, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt und mich reinführt und sagt, aber jetzt mach mal zum Beispiel das und dann schauen wir uns das gemeinsam an und dann sprechen wir darüber, analysieren das und dann sage ich dir, was du als nächstes zu machen hast. Und das war für mich sehr, sehr angenehm, weil erstens der Start und ich bin ja in der Beratung tätig, beruflich. Als erstes habe ich meine handgeschriebene Karte von Fabian Bünker bekommen, der mich im Coaching begrüßt hat. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Denke, der ist auf der anderen Seite von Deutschland. Ich bin in Stuttgart und er ist in Bremen und er macht sich echt die Mühe und schickt mir da eine Karte. Fand ich super, super gut. Aber letztendlich, von Anfang an war eine Struktur drin. Von Anfang an war tatsächlich ein Ablauf festgelegt, wo ich gesagt habe, wow. Und diese Abläufe, egal ob online oder dann auch in diesen persönlichen Gesprächen, fand ich als willkommen. Und das, dadurch habe ich es auch geschafft, und das weißt du auch, Fabian, mit ziemlich viel Nörgeleien, dass ich bei -5 Grad, wo mir die Nase fast abgefroren bin, wirklich sehr fleißig in den Wintermonaten trainiert habe. Ich habe es ja gerade im Vorgespräch gehabt. Ich darf es ja sagen, ich weiß ja, ich habe von dir, immer wenn ich an dich denke, habe ich so ein Video im Hinterkopf, kommt so ein Bild, weißt du, so ein inneres Bild hoch, wo da stehst du auf der Driving Range und hast die Kamera aufgebaut und man sieht so rechts irgendwelche Platzarbeiter, die so völlig ungläubig gucken, so nach dem Motto, um die Uhrzeit, um die Jahreszeit, bei dem Wetter, wir wollten noch in Ruhe hier arbeiten. Ja, die haben sich gedacht, wir können jetzt hier in Ruhe mal, keiner dieser Scheiß-Golfer stört uns, ja, uns Platzarbeiter, aber nix, die mussten erstmal zur Seite, weil du trainiert hast, ja. Und was war dann, und du hast ja gerade schon ein paar Punkte genannt, aber was war für dich so das Kernding, was wir dann in deinem Golfspiel verändert haben? Ja, was dann bei dir, sprechen wir gleich nochmal drüber, und steht ja auch schon in der Überschrift natürlich zu dem Podcast, aber dann auch die Verbesserung bei dir hervorgerufen hat. Das Kernding war bei mir erstmal wirklich die Grundlagen zu festigen im Golfen. Also als Laie vergleicht man sich gern mit Spielern von der PGA Tour, zumindest im Kopf. Da sieht man, okay, der macht solche Schläge. Aber was mir sehr, sehr wichtig war, gerade im Wintertraining oder wie ich mich darauf vorbereitet habe, erstmal habe ich überhaupt einen Ablauf bekommen. Also Ablauf heißt für mich, wie mache ich mich, was tue ich als erstes, wenn ich auf den Golfplatz komme? Ich mache mich zum Beispiel warm. Das habe ich mich davor bei weitem nicht so wie heute. Dadurch bin ich viel geschmeidiger an den Ball gekommen. Und das Wichtige war für mich, mit dem Warmmachen richtest du dich mental aufs Golfspielen ein. Das war für mich so eine Wow-Erfahrung, wo ich denke, hey, nimmst den Golfschläger in die Hand und bist eigentlich schon mittendrin und nicht so kalt. Das war für mich wichtig. Und dass ich weiß, okay, angefangen mit Handicap 34 bei euch, an was muss ich denn tatsächlich noch arbeiten? Was ist denn notwendig oder was ist denn nicht oder noch nicht so notwendig? Und ich habe davor sehr viele Geschichten gehört und auf dem Golfplatz hast du ja immer ein paar, die geben dir wahnsinnig gute Oh Tipps, ja, in oh ja. Anführungsstrichen. Richtig Du gute musst Tipps. das so machen und du musst das so machen. Und Und dann nicht um den denk Kopf unten heute, halten und so, ja. Und den genau, linken Arm strecken. und heute denke ich mir, nö, das ist eigentlich ganz so. Also ich mache mein Ding. Und das war für mich das Wichtige. Ich hab Spaß am Spielen gefunden, indem ich meinen eigenen Ablauf habe und dadurch auch mein eigenes Tempo. Ganz Und wichtig, was die ja. meisten mir bis heute noch nicht glauben, wenn du dein eigenes Tempo gehst, bist du nicht wirklich langsamer, aber du lässt dich von dieser Hektik, also Andersflight hinter dir oder sonst was, gar nicht mal anstecken, weil letztendlich bist du für dich auf dem Golfplatz, bist du alleine auf dem Golfplatz und dadurch kannst du wirklich locker gehen. Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, ne, mit diesem eigenen Tempo. Also auch mit diesem eigenen Lerntempo. Dass eben Training ist nicht immer irgendwie ein Feuerwerk an, ich habe hier 27 neue Übungen und jetzt irgendwas. Ne? Das ist ja im Grunde ein bisschen auch dieses, was du gerade gesagt hast mit der Trainerstunde, diesem, was machen wir heute, sondern es ist im Grunde ein, ja, frag alle Sportler, ja, ein ganz in Wiederholung, ja, Wiederholung macht den Meister. Also das ist nicht nur ein Sprichwort, es ist am Ende so, wenn es die richtige Wiederholung ist oder die richtigen Dinge, die man wiederholt. Ja, dann ist das etwas, was da ganz, ganz entscheidend ist, ja. Aber dann sind wir, du hast ja gerade gesagt, mit 34 bist du reingestartet. Im Dezember, also zu einer Jahreszeit, wo es jetzt ja eher ungemütlich ist, ja, aber wo die Grundlagen, ja, für die neue Saison gelegt werden.
Was hat sich dann getan? Was waren so deine größten Erfolge? Wo stehst du jetzt vom Handicap? Kannst du es da mal mitnehmen? Also als erstes hat sich getan, dass wir ja ein hier im Süden ein sehr feuchtes Frühjahr hatten. Im Ja, das stimmt. Endeffekt, ich konnte vom Training her bis Anfang Mai oder fast bis Mitte Mai nur von der Matte trainieren. Außer ich war natürlich auf dem Wintergrund, aber ich konnte nur von der Matte trainieren und da bin ich schon voll ungeduldig geworden. Und meine Turniersaison hat am 20. Mai angefangen dieses Jahr und ich bin da unbedarft reingegangen. Das Komische ist, ich wollte unbedarft reingehen ins erste Turnier und dann habe ich doch gemerkt, jetzt bist du doch nervöser, weil du weißt, du hast viel trainiert und jetzt musst du liefern. Und dann habe ich insofern geliefert, dass ich mein Handicap 34 mehr oder weniger bestätigt habe oder auch ein Ticken schlechter war, weil ich gemerkt habe, jetzt verhaspelst du dich, du bist nervöser. Und ja, danach bin ich einfach in mich gegangen und habe einfach Turniere weitergespielt. Und dieses Turnier weiterspielen hat halt zum Ergebnis gehabt, dass ich jetzt sechs Turniere gespielt habe seit dem 34er und jetzt bin ich auf 21,2 Handicap. Ich habe mir ja selber ein Ziel gesetzt, obwohl ich dieses Ziel wirklich nicht gerne in den Vordergrund stelle, weil ich sage, aus dem Spaß und aus einer guten Konzentration erwartungslos golfen ergibt sich einfach ein gutes Handicap. Aber bis zu den Clubmeisterschaften im September, Fabian, möchte ich auch mit einer Handicap 18 aufwarten. Aber ich denke, wenn es so weitergeht und wenn ich so locker dabei bleiben kann, wird das wahrscheinlich passieren. Aber wenn es nicht passiert, ist es nicht schlimm, weil die innere Einstellung, die ich dadurch erlangt habe, und das ist meine wahre Verbesserung beim Golfspielen, es fühlt sich jetzt mal gut an, nach 2 Jahren, dass du mal sagst, heute habe ich eine Ballkontrolle. Ich habe ja im Frühjahr meine Schlägerlängen dokumentiert, also meine Schlaglängen, Carry. Und da arbeite ich heute dran. Und wenn die Leute dann sehen, du schlägst ja immer dein Büchlein auf und schaust, sag ja, ich bin 80 Meter vorm Grün. Und das heißt bei mir, ich nehme einen Pitching Wedge, mache einen Dreiviertelschlag und dann bin ich auf dem Grün und dann schauen sie mich an und dann ziehe ich meinen Pitching Wedge, schlage einen Dreiviertelschlag und bin tatsächlich auf dem Grün und sagen sie, wow, also du machst es ja wie ein Profi, sag ich, ich trainiere ja auch. Ja, Es geht also auch für Amateure oder es ist, für wir haben. Freizeitspieler, wie ich bin, wo man sagt, es gibt gewisse Sachen, die lernt man einfach in diesem Coaching, die zeigt eigentlich davor kaum jemand ein. Und das hast du ja, du hast ja gerade schon drüber gesprochen, so dieser Unterschied Trainerstunde zu Coaching. Vielleicht kannst du das nochmal für dich nochmal so benennen. Was würdest du jetzt sagen? Bist du schon ein bisschen dabei, auch sehr intensiv dabei? Was sind so die größten Unterschiede zwischen, und nochmal, es ist kein Bashing gegen die Kollegen, Kolleginnen auf der Driving Range, du hast selber noch ein gutes Verhältnis zu deinem Trainer, das sind ganz tolle Menschen, die natürlich in einem ganz anderen System drinstecken, das muss man einfach so sehen und auch so sagen, ja. Was würdest du sagen, was sind die größten Unterschiede zwischen so einer Trainerstunde auf der Range und jetzt auch dem Coaching, was wir machen? Also für mich der größte Unterschied bei den Trainerstunden ist, wenn du jetzt eine Trainerstunde auf der Range nimmst, ist es eine gute Sache. Du wirst auch korrigiert körperlich und das funktioniert dann für mich so schätzungsweise 2 Tage, wenn du dich zusammenreißt und dann verfällst du wieder so langsam in alte Muster. Zweitens gibt es keinen bei der typischen Trainerstunde, der lobt dich zwar oder korrigiert dich auch, aber begleitet dich nicht weiter. Und ich glaube, du kannst davon ein Lied singen und der Valentin kann auch ein Lied singen, wie oft ihr mich wieder aufgerichtet habt. Gabo, mach weiter, du bist auf dem richtigen Weg. Die Motivation übrigens darf man nicht unterschätzen und die ist ganz wichtig. Also diese permanente Begleitung oder im Gegensatz zu einer Trainerstunde, wenn ich nicht mehr an meinen Trainer rankomme, dann kann ich Ihnen nicht mal kurz was fragen. Euch kann ich jederzeit mal kurz anschreiben oder ein kurzes Video schicken. Bitte gebt mir ein Feedback dafür und ich bekomme sehr zeitnah auch wirklich eine super, super gute Rückmeldung von euch und sagt, achte bitte darauf, dass da jetzt nicht nochmal der Schlendrian eintritt zum Beispiel. Und Gabo, du machst es gut, du bist gar nicht so falsch. Und das ist für mich beim Coaching, dass es durchläuft. Also
bitte nicht falsch verstehen, aber ihr gehört so halb zur Familie. Wenn ich zum Golfen gehe, dann gehe ich eigentlich mit Fabian Valentin golfen, wenn du willst, weil Also das mal ist Dreierbein nach. dabei. Ja, am Ende ist es, Genau. ich sag's mal so, es ist wie so ein Privattrainer dabei zu haben, ne? Wo du sagst, okay, Genau, ich komme absolut. und passt das und dann kriegst du das Feedback dazu. Und das ist das, was ich mit dem System meinte. Da hat natürlich ein Trainer, der jetzt von morgens 8 bis abends um 8 seine Trainerstunde hat, der hat gar keine, der kann das gar nicht leisten. Also, weil da Genau, steht der neue genau. Kunde schon, ja? Der sagt, jetzt bin ich aber dran. Ne? Also, das ist ja ganz klar, ja. Gibt es denn was, wo du sagst, du bist ja jetzt noch, auch noch, ich meine, 2 Jahre ist ja noch frisch, ja, wo du sagst, okay, da habe ich was über mein Golfspiel gelernt im Coaching, was ich vorher noch so gar nicht gewusst habe oder was mir gar nicht klar war in irgendeiner Art und Weise? Absolut, also es gibt ja auf der einen Seite, habe ich ja gesagt, die Trainingsabläufe, dann gibt es die Motivation. Was für mich ganz wichtig war, ich habe vor unserem Training nie eine Runde geplant. Und wenn ich jetzt, ich spiele ja, wenn ich Turniere spiele, kategorisiere ich nach A, B, C. Also es gibt wie gestern mein Tiger and Rabbit, das ist so ein C, wo du mit Leuten mehr sprichst und einfach viel lockerer bist. Die A-Turniere sind natürlich die Highlights, wie unsere Clubmeisterschaften zum Beispiel, oder wenn wir im September den Ryder Cup spielen, das ist für mich dann zum Beispiel ein A-Turnier. Und ich habe mich davor nie damit befasst, bevor ich auf den Platz gehe, wie sieht es zum Beispiel mit einem Course Management aus? Wo will ich denn sein? Vom Wesen her war immer so, je weiter ich schlage, desto besser. Und jetzt kann ich sagen, wenn ich ein Course Management habe, hey, diesen Ball, den schlägst du mal locker kürzer, weil danach hast du eine Distanz, wo du garantiert das Grün triffst. Oder solche Sachen wie ein Sicherheitsschlag. Eigentlich war es immer so, dann hast du mal einen schlechten Schlag, also vom Rough ins Rough, und dann bist du hingegangen und sagst, aber jetzt erst Jetzt recht. muss ich das alles rausholen hier. Dann Jetzt mache wolltest ich du den. flügen. Und das meine ich, der Vergleich des Hobbyspielers mit einem PGA-Spieler. Ja, klar. Ich spiele jetzt aus dem Rad 100 Meter raus mit meinem Eisen. Nein, diesmal spiele ich wirklich ganz vernünftig mit dem Eisen, wo ich sage, ich bin sicher aufs Fairway, und vom Fairway habe ich wieder genau die Möglichkeit zu schlagen. Und das Komische ist, und das Gute daran, je vernünftiger ich defensiv spiele heute, spiele ich viel sauberer, viel klarer, also nicht mit dem sogenannten Messer zwischen den Zähnen. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie bereit ich mich denn auf mein Golfspiel von Course Management, finde ich, als da genial. Okay, das ist auch der Blickwinkel, der sich da letztendlich ja geändert hat. Von, okay, Total. Ball nach vorne dresche und vorne auf König Zufall hoffe zu. Ja. Okay, was sind denn jetzt meine, ja, ich finde diesen Spruch, Dragoslav Stepanovic, ja, Wahnsinnstrainer. Ich glaube, der hat ihn sogar, und das finde ich, also die Fußballfans werden sich erinnern, Eintracht Frankfurt konnte deutscher Meister werden und er hat es, glaube ich, in Rostock verspielt. Und Guido Buchwald hat den VfB Stuttgart hier, euch Schwaben, in Leverkusen zur Meisterschaft geköpft in der 86. Minute. Auf jeden Fall, der hat, glaube ich, vor diesem entscheidenden Spiel gesagt, das finde ich so geil. Er ist ja gefragt worden, was denn die Strategie jetzt oder die Taktik für das Spiel in Rostock ist, oder der Ball nach vorne dresche und vorne auf König Zufall hoffe. Ja? Mit seinem schönen, ich weiß nicht, ob er Serbe oder Kroate ist, mit seinem, ich nenne es nicht abwertend gemeint, ganz im Gegenteil, mit seinem Balkan-Dialekt, das war so, das war Ja. genial. Ja? Aber das ist ja genau der Punkt, eben nicht den Ball nach vorne dresche und vorne auf König Zufall hoffe, sondern dieses, okay, was sind jetzt meine Stärken und Schwächen? Und da kann es mal sein, wie du sagst, okay, ich mache jetzt vielleicht nochmal einen 80, 90 Meter Schlag nach, ich schubs den nach vorne und dann geht es von da für mich weiter. Ja, das ist, Genau. find ich spannend, dass du das für dich so als wichtigen Punkt mitgenommen hast und ganz, ganz wichtiger Bestandteil bei uns im Coaching, ja. Würdest du denn sagen, dann sind wir schon bei der Golfrunde, so bei dem, wie gehst du jetzt so eine, ja, wie gehst du an so eine Golfrunde jetzt ran? Also, und gestaltet sich der Aufbau des Trainings irgendwie für dich auf eine andere Art und Weise? Kannst du es da nochmal mit reinnehmen in deine Gedanken, die du da hast? Ja, es geht auf eine Golfrunde für mich anders ran als vorher. Vorher bin ich zum Beispiel hingegangen und habe gesagt, okay, jetzt mache ich mich ein bisschen warm oder vielleicht auch nicht und schlage mal meine Schläger durch. Und ich zum Beispiel lege jetzt, also mache die Schläge eigentlich eher im Training, auf der Range, wo ich sage, und jetzt, wenn ich hingehe, habe ich einen ganz klaren Ablauf, von dem her, ich mache mich erstmal in Ruhe warm. Also ich komme jetzt auch nicht, wenn ich ein Turnier spiele oder auch eine normale Golfrunde mache, komme ich nicht 10 Minuten vorher und dann hetzen wir nochmal, sondern ich nehme mir einfach die Zeit, um eine Stunde vorher da zu sein.
Ich persönlich mache mich sehr gern warm und packe dann einfach mal 15 Minuten. Hat für mich den Hintergrund, dass ich beim Packen wunderbar eine Konzentration aufbauen kann. Dafür aber nicht viel Kraft aufwenden muss. Also dort geht es eher ins Gefühl bei mir rein. Und dann sage ich, okay. Habe ich übrigens, sorry, wenn ich einmal dabei, habe ich als Spieler auch so gemacht. Ich habe auch so angefangen und hab das tatsächlich auch für mich so als Energiequelle genutzt. Ich sage, okay, jetzt ist hier so, jetzt wird dieser Fokus wird jetzt ganz eng, ja? Genau. Und was ich danach gern mache, ich spiele zum Beispiel nie alle Eisen durch. Ich nehme zum Beispiel ein Wedge, ein mittleres Eisen, ein langes Eisen, mit was ich mich dann kurz einschlage. Und dabei mache ich es aber dann eher so, dass ich den Rückschwung extrem langsam gestalte. Einfach um nochmal diese Bewegung, wie beim Tai Chi fast drin zu haben, zu sagen, okay, wie drehst du denn deine Schulter ein? Und danach nehme ich noch ein Fairway-Hölzchen und in der Regel einen Treiber und schlage mich damit sehr, sehr locker ein. Und ich gehe auch dann nicht direkt vom Einschlagen auf den Abschlag, sondern lasse mir immer noch ungefähr 15 Minuten Zeit dazwischen, um mich jetzt vorzubereiten. Das ist bei mir zum Beispiel, um Be Breathy zu starten, damit ich meine Tools fertig habe und einfach noch mal kurz runterzukommen, mich zu freuen auf die Runde. Also da beglückwünsche ich mich immer selbst. Hey, du bist ein glücklicher Mensch, du darfst jetzt wieder auf dem Golfplatz sein. Andere müssen vielleicht in dem Moment arbeiten oder sonst was. Und ja, atme ich dreimal durch und sage, hey, jetzt geh raus. Und du hast vorher von Stefanovic gesprochen. Und das nehme Jetzt ich auch raus, jetzt als raus. Ärger. Ja, nee, ich gehe raus und spiele Golf. Aber wenn mal was nicht läuft, dann hat der Stefanovic auch gesagt, scheißegal, Leber geht weiter. Und Ja. mit dieser Einstellung versuche ich auf den Golfplatz zu gehen, weil mental habe ich mir immer eins gesagt, ich habe viel trainiert. Die Schläge, die Grundschläge für mein Golfspiel, für mein Dasein, die sind da, die muss ich jetzt nicht während dem Spiel auf dem Platz üben. Und du hast mir eine schöne Sache gesagt, oder besser gesagt, das ist ja auch Trainingsinhalt. Die sogenannte Brainbox und die Shotbox, also wie bereite ich mich darauf vor? Und die Routine hätte ich mir vorher nie vorstellen können, dass ich so eine Routine habe, dass ich wirklich auch mal einen Meter vom Ball so in die richtige Richtung wegstehe und nochmal kurz zwei Schläge schön durchführe im Geiste und also als Luftschläge die Vorbereitung. Und dann gehe ich aber zum Ball hin, fixiere die Fahne an und dann spiele ich auch. Also dann sage ich wie die Schotten, steh hin, nimm deinen Schläger, swing durch und spiel den Ball. Und das hilft mir sehr viel weiter, weil du lässt sehr viel in der ersten Box stehen. Also im Endeffekt in der Brainbox lässt du dann deine Sorgen und wie stelle ich mich hin? Du stellst dich danach einen Ball hin und spielst den Ball. Und das sind Sachen, wie ich mein Golfspiel angehe. Also einfach bewusster, viel, viel bewusster. Und dadurch, dass ich ja jeden Schlag bewerte, von mir also Noten gebe für die Schläge. Am Anfang habe ich immer gemeint, für jeden Schlag, was gut war, besser gesagt, wo der Ball gut gelandet ist, musst du eine gute Note geben. Heute kann es sein, dass ich mir mal eine 4 oder eine 3 reinschreibe und der Ball landet wirklich super. Aber ich sage das auch zu den anderen immer, no pictures on scorecard. So habe ich einen ganz anderen Bezug zu diesem schönen Sport. Und tatsächlich kann es ja auch mal sein, mir geht es auch so, wenn ich erwartungslos Golfen nutze, ich nutze es ja auch in jeder Runde. Es kann auch sein, dass es ein Megaschlag ist. Ja, Megaschlag und ich mir eine schlechte Note gebe. Oder umgekehrt, es ist ein schlechter Schlag, Absolut. ne? Wie bei dir, es ist ein schlechter Schlag und ich gebe mir eine gute Note, weil ich sage, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Ja, mich Genau. ausgerichtet, alles, was ich bewerte immer mein Zwischenziel und Ziele, habe ich das ganz klar. Und natürlich kann ich ihn schlecht treffen. So, und dann habe ich aber trotzdem, ne, Level geht weiter, ich habe alles getan, was ich tun konnte, so, und jetzt muss ich gucken, dass ich Genau. die nächste Herausforderung löse, ja. Genau. Also das Oder heißt. ich kann ihn super treffen, Fabian, und bei mir ist es passiert im April, dann landet er in der Pfütze. Das kann ich, von der Weite her war das ein optimaler Schlag für mich. Ich habe mir da also wirklich eine Eins gegeben, weil alles Setup und alles Aber macht gestimmt hat. eben, ja. Und dann kommt der auf und fliegt in die Pfütze rein und vergräbt sich in der noch halb. Also das kannst du nicht beeinflussen, aber Das ist genau.
dadurch hast du auch keinen inneren Groll, finde ich. Also dadurch, dass du sagst, jetzt habe ich alles getan, was in meiner Macht stand. Und lieber Ball, jetzt liegst du halt da. Irgendwann mal mache ich mal einen richtig miesen Schlag und der hoppelt dann bei Trockenheit und fällt und bleibt, wie es auch schon mal passiert ist, 40 Zentimeter vor der Fahne. Wie viele Es gleicht sich immer aus. Hole-in-Ones sind irgendwelche getoppten Holz-5-Schläge oder irgendwas? Genau. Ich habe zwar noch Genau. keins, vielleicht muss ich mal noch Holz-5 toppen, Ja. ja. Lieber Gabor, vielen Dank schon mal bis hier für deine Einblicke, für die Dinge, die du mitgenommen hast. Und am Ende kann ja jeder wieder was auch für sich aus diesem Interview mit rausnehmen. Vielleicht nochmal ganz zum Schluss. Wenn du eine Sache oder einen Tipp jetzt allen Golfern, Golferinnen, allen, die zuhören oder zuschauen auf YouTube mitgeben könntest, so als Rat für ihr Golfspiel, was würdest du sagen? Was ist das? Ich finde, Golf ist ein sehr, sehr schöner Sport, weil es viel in sich vereint. Und ich finde, wenn wir Golf spielen, um ganz ehrlich zu sein, es ist nicht ganz billig von dem her. Da sollen wir doch zumindest, wir sind wieder beim Schwaben, sollen wir zumindest daraus echt das Beste machen. Und wenn man Spaß haben will in diesem Sport und wenn man sagen will, jawohl, ich gehe dahin, um auch Energie zu tanken, dann sollte ich das strukturiert machen oder sollte mir zumindest mal Gedanken machen, was will ich denn wirklich erreichen? Möchte ich nur auf den Golfplatz gehen, um Leute zu treffen, oder möchte ich auch noch ein bisschen Spaß am Spiel zu haben? Und ich dachte nicht, dass ich jetzt innerhalb von 6 Monaten, wenn man so sieht, so viel zusätzlichen Spaß am Spiel habe. Das merke ich auch, wenn ich alleine spiele, zu denken, hey, wow, heute war es doch mal wieder richtig gut und du konntest loslassen. Also jeder sollte sich mal ein bisschen Gedanken machen, wo möchte ich wirklich hin oder was möchte ich für mich aus dem Golfsport rausnehmen. Und die Handlungen ergeben sich daraus. Und wieder beim Schwaben, es kostet nichts. Schaut doch mal rein in Erwartungslos Golfen. Einfach nur, um wieder ein paar neue Ideen zu haben. Also es ist nicht nur von Fabian die Werbung, sondern ich denke mir, so ein bisschen Weiterbildung, ein bisschen über den Horizont schauen, schadet nichts. Und Buch ist wirklich nicht dick und super einfach zu lesen. Das stimmt, das stimmt. Handicapverbesserer.de. Da kriegt man Genau. das für die Versandkosten und ist dann innerhalb von ein paar Tagen da, sodass man es im Urlaub schnell lesen kann. Unter 100 Seiten, verspreche ich. Und ja, ich glaube wirklich, ich habe das tatsächlich geschrieben und habe gesagt, das wäre ein Buch, das ich selber lesen würde. Das ist so, das war so mein Ansatz, warum ich das so gemacht habe. Lieber Gabor, herzlichen Dank für deine Zeit. Nochmal, ich muss es auch jetzt mal trotzdem als Coach sagen, ja, herzlichen Glückwunsch zu den Verbesserungen, die du geschafft hast, weil am Ende hast du sie dann ja geschafft. Ja? Ist ja nicht nur, dass jetzt Dankeschön, ja. da Zahlen geschrieben hat, von 34 auf 21,2 in jetzt 6 Turnieren. Ja? Also zeigt ja, was im Winter an Potenzial aufgebaut worden ist. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Training funktioniert ja nicht von jetzt auf gleich und so fort, sondern es ist ja immer etwas, was sich aufbaut. Und das ist das, was du. Wie sagt man so schön, was man sät, erntet man irgendwann, ja? Also Genau. das ist das sozusagen die Ernte, die du einfährst, wobei wir aufpassen, dass wir das Feld jetzt nicht abernten, sondern natürlich schön fruchtig halten. Ich habe jetzt kein besseres Wort dafür, ja? Das Ja, ist absolut. der Punkt. Lieber Gabor, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht für deine Einblicke, auch nochmal von der Seite. Ja, und an alle anderen, ihr habt den Gabo gehört, holt euch der Handicapverbesserer.de, fangt an, es erwartungslos zu machen. Nicht, weil ich sage, sondern weil es tatsächlich wirklich wirkt, wie man hier wieder hört. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, wir trainieren, ich will dich jetzt nicht weiter vom Training abhalten, ja, lieber Gabo, wir trainieren Danke. fleißig weiter, ja, sehen uns spätestens im September bei den Clubmeisterschaften, die wir spielen. Und an alle anderen, euch eine schöne Woche. Wir sehen und hören uns in der nächsten Woche wieder, dann mit einer neuen Folge und neuen Tipps für dein Golfspiel. In dem Sinne, bleib gesund, du auch, lieber Gabor. Vielen Dank nochmal für deine Zeit, fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao.